ein Teil meiner Bestellung ist jetzt da. Und zwar das Orakel Berline. Es kommt aus dem französischsprachigen Raum. Gibt es daher, sag ich mal, schwer hier zu kaufen und auf Deutsch so gesehen schon gar nicht. Also keine Fachliteratur, sagen wir es mal so. Bei diesem Kartendeck war ein Büchlein dabei, wo ganz kurz so die Karten erklärt, wie man das auch von anderen Kartendecks so kennt. Ja, ich finde hier so den Rücken richtig schön. Gefällt mir. Und ja, die Besonderheit bei diesem, also es ist ein Orakel, kein Tarot und sonst nichts. Orakel ist ja eigentlich immer noch mal ein bisschen was anderes. Ja, hier gibt's jeweils. Moment, sie zusammen. 7 Karten zu den Planeten. Gehen wir jetzt mal ganz kurz nur durch. Also hier gibt es erstmal den Schlüssel. Ja, das ist das Schicksal höchstpersönlich. Dann gibt es hier 2 Karten. Der Stern der Frau und der Stern des Mannes. Also hier erstmal der Stern der Frau. Wenn das stimmt, ja. Der Stern der Frau, das ist halt so eine Personenkarte des Fragestellenden, ja. Und hier der Stern des Mannes, also der Fragenstellende, auch hier wieder. Hier kann man sehen, dass die Frau ein bisschen auch maskulin wirkt. Deswegen habe ich jetzt gerade so gucken müssen, aber der Mann hat einen Bart. Ist ganz lustig, finde ich jetzt. Ja, und dann kommen wir zu den ersten Karten. Und zwar die Sonne. Das ist das Sonnensymbol. Wer sich so ein bisschen mit Astrologie auskennt, dem wird die Bedeutung von den Planeten, die hier in diesem Orakel hervorstechen, nicht gerade unbekannt sein. Also, wir sind hier jetzt bei der Sonne. Ja, die Sonne hat eben halt 7 Karten. In diesen 7 Karten werden eben die Eigenschaften, also überhaupt jetzt in den nachfolgenden Karten, wird die Lebenskraft, die Schaffenskraft, das Licht, alles was so dazugehört, repräsentiert. Hier sieht man jetzt also, ja, die Sonne ist ja auch der Mittelpunkt, ist wichtig. Horoskop. Hier der Erfolg, Lorbeerkranz. Dann die Pyramide, Erhebung, Fortschritt. Also das so möchte ich dann noch ein bisschen mehr ausführen. Ja, die Ehre. Der Hund, der hier jetzt mehr so Freundschaft, gemeinschaftlich, so dafür steht. Hier ist jetzt eigentlich mehr der Garten gemeint, weniger der Baum und das Haus, sondern eigentlich das alles, was so dazugehört. Und hier sind eben halt Geschenke, bisschen Reichtum. Wobei es bei der Karte doch mehr eher noch der Schritt da davor ist, also jetzt nicht schon gleich Reichtum und Macht, sondern eher überhaupt der Übergang, die Geschenke. Ist ja. Huch. So.
So, als nächstes kommt der Mond. Der Mond jetzt, die Karten dazu sind ja für Sensibilität, Seelenleben, Wasser, so in der Richtung. Und hier ist jetzt dann, was man auch von den ganzen Filmen immer kennt, eine Hexe mit einer schwarzen Katze. Das ist so, ja, der Teufel im Tarot, kann man die schwarze Katze hier jetzt deuten. Ja, also wenn man jetzt denkt, Teufel, beziehungsweise ja, was hier auch aufgegriffen wird, Unglück, also wenn eine schwarze Katze einem begegnet, das Unglück, hier jetzt mehr so das Weggehen. Der Mond, der ist so mehr wandelbar. Mal nimmt er zu, mal nimmt er ab, mal sieht man ihn, mal nicht. Hier jetzt der Wind, dann Weiblichkeit. Das Wasser, das Schloss und hier der Adler. Ja, dann kommen wir jetzt zum Merkur. Merkur ist eher mehr so sozial, Beziehung, Gemeinschaft, Familie, Kommunikation, Intelligenz und so weiter. Da ist jetzt hier einmal die Gestirne, also hier wieder der Mond und die Sonne. Dann ist auch das Geld in Form von dem Füllhorn hier eben dem Merkur zugeordnet. Hier jetzt so das Wissen. Diebstahl, klaut hier gerade eine Beute. Aber auch hier ist der Plan, ja? Unternehmung, Immobilien, also schon wieder irgendwie ein bisschen auch was Freimaurerisch-mäßiges, eben dass man halt was hat, was man angehen möchte. Irgendein Thema, ein Plan, eine Idee. Der Handel, Gewerbe ist auch ganz wichtig. Und hier in Form von dem Kometen eben halt, dass die Botschaft rüberkommt. Das sieht man hier auch an dem Briefchen, Post, E-Mail heutzutage, kann man sagen. Ja. Dann kommen jetzt die Karten der Venus. Hier mehr so Gefühlsleben, Lebensfreude, ästherisches Sein des Daseins. Hier jetzt noch in der okkulten Farbe Grün. Im Jahrhundert des vorherigen Jahrhunderts war das noch so, dass der Venus grün oder auch blau, die Madonnenfarbe, Marienfarbe, zugeordnet wurde und rote eben, weil es zum Mars gehört, dass der männliche Part, Power, Kraft, den Jungs halt und die hatten da auch in der Babybekleidung eben mehr dann das rote und rosane und die Mädchen dann mehr das blaue. Also es war eine ganz andere Farbbedeutung. Ja, hier kann man jetzt sehen, die Harfe, was fürs Vergnügen ist. Dann für Frieden, da ist die Axt eingebunden, verpackt, weggeschlossen in gewisser Weise. Und hier auch wieder die Lorbeerblätter. Hier haben wir den Altar, das ist natürlich auch klassisch Liebe, Heirat,
was auch zu Venus dazugehört. Aber auch die Familie ist auch ganz wichtig, gehört mit zur Venus. Hier ist auch wieder eine Liebeskarte, jetzt eben noch auf das Stadium vor der Hochzeit bezogen. Und hier trinken, am besten wir halt noch mit Essen und so. Das ist jetzt so die Einladung, eben halt, dass die Familie mit zum Essen kommt. Und so kann man das dann deuten. Und hier eben halt auch erstmal die Leidenschaft füreinander, bis dann die Liebe kommt und dann die Hochzeit. Dann kommen die Karten des Mars, Energie, Impuls, Gewalt, was man eben halt von dem kräftigen Mars so kennt. Ja, eben halt auch das Element Feuer. Ja, also hier jetzt, das ist eher mehr so für einen schlechten Menschen. Also teilweise auch hier sehr negativ gezeigt. Ganz klassisch hier wieder die Schwerter, wo man auch aus dem Tarot kennt, eben halt Streit, Zorn. Kann aber auch ein Rechtsstreit sein. Also bei diesem Orakel muss man so die Begriffe viel weiträumiger erfassen. Ja, was sonst eigentlich sonst so auch ist. Aber hier zum Beispiel, da fühlt man sich auch wieder mehr gefangen beim Mars. Ist halt einfach eine Kraft, die bäm, einfach dann da ist und es passt halt überhaupt nicht rein. Dann hier jetzt die Schlange um dem Schwert. Das ist jetzt. Ja, also die Schlange schon selber ist ja eigentlich nichts Gutes und das Schwert, das ist eher mehr so eine gewisse Anfeindung, auch Abneigung gegenüber. Hier sind jetzt die Vögel, was auf eine Besprechung hindeutet. Waffenstillstand. Erstmal schauen, wie kann man das ohne Gewalt vielleicht lösen. Was würde ich sagen, jetzt so im Mars ein bisschen schwieriger ist, weil er ist halt einfach auch der Kriegsgott in gewisser Weise und haut immer rein, wenn es gerade nicht passt. Ja, hier ist jetzt das Feuer im Mars im Vordergrund, was sich natürlich dann auch noch mal viel besser mehr verträgt, da das Feuer ja auch dem Mars zugeordnet ist als Element. Und hier vom Blitz getroffene Türme ist eine sehr starke und gewaltgezeichnete Karte. Also das ist so, was man sich vorstellen kann, wenn überhaupt die Marskraft irgendwo hineinschlägt. So kann man sich das gut bildlich darstellen. Ja, die nächsten Karten zum Jupiter ist mehr so Gesellschaft, Erfolg. Wie man auch hier sieht, jetzt der Adler, Unterstützung, das Königliche. Aber auch hier die Liebe oder Schönheit und Jugend sind zugeordnet. Also auch wieder mehr was Friedvolleres. Aber auch das Erbe oder das Vermächtnis oder da, wo man eben halt herkommt, der Ursprung in gewisser Weise. Es ist aber hier auch die Weisheit zu sehen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn die Eule noch ein bisschen weiß wäre. Aber bin ja nicht dazu da, um die Karten anzukreiden. Ja, die Weisheit ist auch dem Jupiter zugeordnet. Und hier haben wir dann, ja, also auch wieder Frieden und Persönlichkeit. Und die Taten werden auch geschätzt.
Also ein bisschen schwer, das hier rauszusehen. Also das hier Lorbeerkranz ist halt einfach auch immer für eigentlich Macht, aber auch wieder für Frieden. Und ja, dann haben wir hier jetzt noch das Rad des Lebens ist für einen Zufall zugeordnet. Und hier ist für Glück und Erfüllung der Berufung, ja, dass man dann auch zu seinem Ziel dann kommt. Als letztes kommen die Karten des Saturn. Die sind alle ein bisschen, ja, düsterer dargestellt, teilweise. Aber auch mehr so das Feste ist ihm zugeschrieben, dem Saturn. Zeit, Erde, Schicksalsfügung, wie man das so kennt. Hier, klar, eine Bettlerin ist halt für Unglück, Armut. Es ist halt jetzt wieder das etwas Negative. Sehr glücklich sah die auch nicht aus. Also so fürs Unglücklich sein, so in der Richtung. Hier sieht man Fruchtlosigkeit, hier wächst nichts, es ist alles kahl, es geht auch nichts vorwärts. Dann hier das Schicksal höchstpersönlich, dass es auch was abschneiden kann. Aber hier auch die Gnade ist dem Saturn wieder zugeordnet. Also er ist dann eher mehr gerecht. Oder ja, bisschen Gerechtigkeit. Wo er hier doch dann wieder eher mehr fast so wie der Mars auch wieder vom Bild her mitten reinschlägt. Es ist ein gewisser Verfall, eine Niederlage. Hier das Rad, es verzögert sich, es steckt was fest, es geht einfach nicht vorwärts. Man hat total das Brett vorm Kopf. Kann man so sehen. Und hier, das ist das Klostertor. Ja, Rückzug, in sich gehen, Meditation, nachdenken. So in der Richtung kann man das dann sehen. Ja, das so ein bisschen zum Orakel Beline. Das ist jetzt nur leicht angeschnitten, dass man sich überhaupt was von den Bildern vorstellen kann. Wie gesagt, deutsche Literatur gibt es darüber leider nicht. Ja, da gibt es dann jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist halt das, solange das Orakel eben nicht bekannt ist, dann gibt es auch keine Bücher. Und wenn es eben halt keine Bücher gibt, dann sagen sich eben halt die Leute, ja, da will ich mich jetzt auch nicht so dran wagen. Aber ein Orakel ist ja nochmal ein bisschen anders wie ein Tarot. Eignet sich auch sehr für spirituelle Fragen, ja. Zum Beispiel, was brauche ich jetzt für den und den Zauber? Welche Kraft oder Farbe ist da am günstigsten? Und dann zieht man irgendeine Karte und sieht dann, aha, Rot, Mars, Power sollte das Ganze haben. Rote Kerzen. In dem Fall jetzt rote Kerzen stehen ja eigentlich für Liebe, aber wenn man jetzt das Orakel befragt und eben halt für den Mars rot nimmt, dann würde ich jetzt sagen, wenn man jetzt dadurch, dass sich auch die Farbsymbolik geändert hat, würde ich jetzt sagen, wer möchte, kann es tun, rosa für Venus nehmen. Weil grün ja auch schon wieder für was anderes steht. Aber wer möchte, klar. Diese Symbolik ist ja hier auch noch mit drauf verewigt, dass das Grün eben halt zu Venus und auch damit hin zur Liebe gehört. Also so eine klassische okkulte Farbe in dem Sinn. Hat sich ja einiges auch auf dem Gebiet gewandelt. Gut, nochmal Orakel Berline auf Amazon.de habe ich mir das bestellt und ja, dann denke ich, irgendwann stelle ich die Karten noch im Detail vor.
Also mehr wie jetzt natürlich, ist nur so leicht angekratzt. Und dann sehen wir uns dort. Bis dann!